Heute schaue ich mich um auf der Formnext 2019 hier in Frankfurt. Unter den Ausstellern ist auch die Schweizer Firma Telsonic und ich habe mich verabredet mit Reto Sutter, der mir die Innovationen in diesem Jahr präsentieren wird. Hallo, guten Morgen, Herr Sutter. Guten Morgen. Telsonic ist tatsächlich der Erfinder des Ultraschall 7, das heißt Pulver 7 gehört zu Ihrer DNA. Richtig, wir haben Anfang der 90er Jahre das Ultraschall 7 entwickelt, patentiert und auf den Markt gebracht. Sehr spannend und ich mag mir heute gemeinsam mit Ihnen anschauen, was in der Zwischenzeit daraus geworden ist. Sehr gerne. Ja, und hier sieht man so eine typische Anwendung. Das ist ein Sieb, wie es in der industriellen Pulververarbeitung genutzt wird. Das ist also kein Messedemonstrator, sondern tatsächlich ein echtes Teil. Erklären Sie mir kurz, was die Besonderheit hier ist. Genau. Bei uns kriegen Sie für die Herstellung des Pulvers sowie für die Wiederaufbereitung die ideale Ultraschalllösung. Hier werden die Siebe mit 35.000 Schwingungen pro Sekunde angeregt, was die Reibung reduziert und den Durchsatz massiv erhöht. Gerne möchte ich Ihnen das zeigen. Sehr gerne. Wow. Es ist ein Sekundenbruchteil und das Thema ist durch. Das mag ich ganz gerne nochmal sehen. Genau, machen wir ein bisschen mehr rauf. Sehr gut. Und dann ein Knopfdruck. Unfassbar, das ist Magie. Das ist natürlich in der Praxis, soll es nicht lustig sein und schön aussehen, sondern das soll einen Zweck verfolgen, nämlich das bestmögliche Siebergebnis. Wie ist die Reaktion Ihrer Kunden auf diese Technologie? Die Kunden sind natürlich begeistert. Also wir erhöhen ihre Wertschöpfung enorm mittels Ultraschallsiebung. Das Ganze ist auch wartungsarm, also die Aufwände, die Sie dazu betreiben müssen, sind wirklich gering. Sehr beeindruckend. Und es gibt noch eine Anwendung in dem additiven Fertigungsverfahren, wo Telsonic-Technologie zum Einsatz kommt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Richtig. In der additiven Fertigung ist es sehr wichtig, die Pulver wieder aufzubereiten. Das ist das pure Geld. Von Telsonic kriegen Sie sehr kompakte Lösungen, maßgeschneidert, um direkt in die Anlage zu integrieren. Das heißt, wenn das Pulver im Prozess im Einsatz ist, dann sorgen Sie dafür, dass es möglichst häufig wiederverwendet werden kann. Was genau passiert in diesem Prozess? Wir regen auch hier das Siebgewebe entsprechend mit einer hochfrequenten Schwingung an. Vorteil ist bei unserem System, dass wir bei einer kleinen Neigung die Überkörner nur über die Ultraschallvibration zum Austrag hinkriegen. Aha. Das Gutpulver wird gesiebt, direkt in den Kreislauf rückgefördert. Das Überkorn kann entsorgt werden. Und das Überkorn ist tatsächlich das Übel in dem ganzen Prozess. Würde es nicht herausgesiebt, würde das Ergebnis, die Qualität des Produktes deutlich verschlechtern, richtig? Absolut richtig. Überkorn heißt Problematik beim Aufschmelzen. Wenn ich zu viel großes Korn habe, kann ich die Energie nicht mehr einbringen, um das aufzuschmelzen, was die Bauteile unbrauchbar macht. Das heißt, einfach gesagt, Telsonic sorgt dafür, dass die Qualität der additiv gefertigten Produkte besser, perfekter wird. Richtig. Wunderbar. Ich freue mich sehr über diese Einblicke und dass Sie mir heute Ihre Innovationen gezeigt haben. Vielen Dank, Herr Sutter. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Telsonic.